Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache, der Podcast. Heute dreht sich alles rund um die Lieferkette und wie diese sich neu erfinden muss, angesichts globaler Risiken, mit denen sie immer mehr zu kämpfen hat. Die Zukunft könnte lokal sein, das wird heute unter anderem unser Thema sein. Ich begrüße erstmal bei mir im Chefsache-Podcast-Studio Karl-Christian. Hallo, lieber Karl-Christian. Lieber Rolf, ich grüße dich und freue mich sehr, dass wir eine neue Folge zusammen drehen. Produzieren dürfen. Ja, genau. Man könnte ja sagen, Mensch, das Thema Lieferkette, das ist ja sowas so lang wie ein Bart. Allerdings hat es sich ja in der Tat ein wenig geändert, was die Brisanz des gesamten Themas angeht. Also wir wissen jetzt alle, dass Produkte weltweit produziert werden, weltweit distribuiert werden. Wir wissen auch alle, dass es Engpässe geben kann, von Masken über Medikamenten und dergleichen. Aber was wir jetzt noch nicht so genau wissen, lieber Karl-Christian, ist, was man eigentlich daraus lernen kann rund um die Lieferkette. Und das soll heute vor allen Dingen ja auch, sag ich mal, der konstruktive Inhalt unseres Podcasts sein, richtig? Ja, ich denke tatsächlich, der Status stellt sich so dar, dass Lieferketten sich im Wandel befinden. Das hat tatsächlich vieles mit Covid-19 und der Pandemie zu tun. Das hat aber auch tatsächlich mit Themen wie dem Suezkanal und auch vielleicht einem veränderten Kundenverhalten und auch einer veränderten Betrachtung auf die Nachhaltigkeit in der Lieferkette zu tun. Das werden wir ja jetzt versuchen aufzudröseln und tatsächlich in den einzelnen Aspekten miteinander zu besprechen. Genau so ist es. Wir werden es filetieren, lieber Karl-Christian. Doch zu Beginn möchten wir erstmal alle unsere Zuhörer abholen. Es wird immer viel über das Thema Lieferkette gesprochen. Vielleicht erklären wir es einfach mal, was überhaupt eigentlich eine Lieferkette ist. Wirtschaft kurz erklärt. Wirtschaft kurz erklärt. Bei einer Lieferkette, englisch Supply Chain, handelt es sich um ein mehrstufiges Netzwerk von Unternehmen, die von der ersten Wertschöpfungsstufe bis hin zum Endprodukt an verschiedenen Prozessen und Tätigkeiten zur Erbringung von Produkten und Dienstleistungen für den Endkunden beteiligt sind. Die Globalisierung der Wirtschaftskreisläufe hat dazu geführt, dass Unternehmen viele Produktionsschritte in weit entfernte Länder verlagern. So kann ein T-Shirt heute etwa 18.000 Kilometer zurücklegen, bis es bei uns im Laden liegt. Inzwischen basieren rund 80% des Welthandels auf globalen Wertschöpfungsketten. Sie bilden die Existenzgrundlage für mehr als 450 Millionen Menschen. So, lieber Karl-Christian, jetzt haben wir gelernt, was eigentlich eine Lieferkette ist. Wenn wir uns jetzt aber mal genauer die Branchen anschauen, die global eigentlich in Lieferketten organisiert sind, dann muss man ja feststellen, das sind ja bei weitem nicht alle Branchen, es gibt ein paar wenige, aber die so richtig, richtig? Ja, das stimmt, wobei man da, glaube ich, zwei Befunde auseinanderhalten muss. Es gibt tatsächlich Branchen, die von den Vorleistungen aus anderen Ländern atypisch stark abhängen und auch gleichzeitig da einen wesentlichen Teil der Wertschöpfung verorten. Das ist zum Beispiel die Textilindustrie. Wir erinnern uns alle an die Bilder der brennenden Textilfabriken in Bangladesch. Das wird uns nachher in dem Thema Nachhaltigkeit und Verantwortung in der Lieferkette ja auch nochmal beschäftigen. Also die Textilindustrie ist beispielsweise eine der Industrien, die tatsächlich gerne und früh schon verlagert hat. Es gibt andere Industrien, bei denen tatsächlich, nehmen wir die Elektroindustrie, es einerseits um die Niedriglohnländer geht, in die verlagert wurde, auf der anderen Seite aber natürlich auch um die dortigen Märkte in den Niedriglohnländern, die entsprechend dann vor Ort auch bedient werden. Also wir haben ja tatsächlich, wenn wir auf China, was eine ganze Zeit, das ist zugegeben schon länger her, aber eine ganze Zeit eines der Fertigungsländer war, in die wir verlagert haben, natürlich auch einen enormen Binnenmarkt, der zu bedienen ist, sodass eine Produktion vor Ort nicht nur aus Gründen der Wertschöpfungsdiversifikation, also der Produktion mit dem niedrigsten möglichen Lohnkosten, sondern tatsächlich auch zur Bedienung des dortigen Marktes durchaus sinnvoll ist. Und das führt eben, wie gesagt, auch dazu, dass wir Produktionsstätten
entlang unserer Märkte verteilt über den Globus haben. Wenn man das mal in Zahlen fasst, inzwischen basieren rund 80% des Welthandels auf globalen Wertschöpfungsketten. Sie bilden, ja, wenn wir mal so sagen, die Existenzgrundlage für mehr als 450 Millionen Menschen. All diese Lieferketten, die sind natürlich ins Stocken geraten durch Covid-19, durch die Pandemie. Wir werden das jetzt nicht im Einzelnen nochmal breitreten, wer, wo, wann, wie stecken geblieben ist. Das ist nicht so sehr das Thema, sondern ich würde ganz gerne auch noch auf andere Risiken zu sprechen kommen, neben einer solchen Pandemie. Also so hat beispielsweise ja McKinsey mal eine Studie an den Markt gebracht und diese prognostizierte ja, dass Unternehmen in ihrer Risikokalkulation etwa alle 3,7 Jahre mit einem einmonatigen Stillstand rechnen müssen. Hier ist aber nicht die Rede von einer Pandemie, sondern von was? Ja, tatsächlich auch von Lieferengpässen, wie wir sie jetzt beispielsweise in 2021 erlebt haben, als der Frachter im Suezkanal quer lag und tatsächlich der Suezkanal als eine der wesentlichen Verbindungsstrecken aus den asiatischen Produktionsstädten hin zu den europäischen Märkten versagt hat. Und wir haben dann in der Folge, und es war ja vor diesem Hintergrund eigentlich auch prognostiziert worden, jetzt zunehmend Überlastung der wenigen Seehäfen, die in der Lage sind, die immer größeren Containerschiffe zu entladen, sodass wir merken, diese Lieferkette kommt ein Stück weit an ihre Grenzen, mal unabhängig davon, dass natürlich je mehr wir unserer Verantwortung in der Lieferkette gerecht werden wollen und je mehr wir das Thema Nachhaltigkeit auch auf Aspekte der Lieferkette beziehen, umso unattraktiver wird natürlich dieser enorme Transportweg von einer fernen Produktionsstätte hin zu einem europäischen Markt. Absolut. Über das Thema Nachhaltigkeit werden wir gleich nochmal dezidierter sprechen. Ich möchte nochmal zurück zu den Risiken. Also sprich, eine Lieferkette ist allein schon dadurch auch behindert, dass zu viel Verkehr da draußen ist. Das haben wir jetzt gelernt. Aber natürlich ein weiteres Thema, was immer eine Lieferkette ins Stocken bringen kann, ist das, was sozusagen von den politischen Regierungen erwirkt hat. Wir sprechen hier von Protektionismus, von Handelsbeschränkungen. Wie hoch würdest du denn dieses Risiko für Lieferketten einschätzen, aktuell und in Zukunft? Letztendlich sind wir doch alle voneinander abhängig, oder nicht? Das stimmt, aber dadurch, dass wir eben, und das sieht man ja tatsächlich in den Handelskriegen der letzten Jahre, durchaus auch nationalstaatliche Interessen im Protektorismus der jeweiligen Produzenten im heimischen Markt sehen und insbesondere die großen Märkte, USA und China, sich hier ja fast gegenseitig überbieten an restriktivem Verhalten, sieht man natürlich schon, dass die Handelspolitik und damit auch die Handelsbeschränkungen, die sich ja dann umgangssprachlich als Handelskriege manifestieren, durchaus eine große Rolle spielen können und auch eine Sourcing-Strategie des jeweiligen Unternehmens schnell ad absurdum führen, wenn dann tatsächlich nicht mehr möglich ist, wie geplant, die Waren, die Vorprodukte tatsächlich aus den jeweiligen Märkten auch zu den kalkulierten Preisen zu beziehen und dort nicht etwaige Importzölle oder Ähnliches eine Rolle spielen. Und die Zahlen sind ja gewaltig. Ich habe gelesen, dass die Anzahl der Handelsbeschränkungen von 2018 auf 2025 insgesamt fünfmal mehr sein werden. Also sprich Pustekuchen sozusagen, dass wir hier einen offenen und fluffigen Handelsmarkt haben. Ganz im Gegenteil, dort, wo es meinem Land gut tut, dort werden die Länder auch in Zukunft Handelsbeschränkungen hochziehen. Das kann ad hoc passieren, es kann mich völlig unvorbereitet treffen und es kann mich vor allen Dingen hart treffen. Absolut, absolut. Man hat ja auch gesehen und glaube ich, ein Stück weit wurde da auch eine Hoffnung enttäuscht, dass auch die US-Administration unter Biden nicht jegliche Außenhandelsbeziehung auf Null zurücksetzt, sondern durchaus an bestimmten Marktabschottungstendenzen weiter festhält. Und das, wie gesagt, ist tatsächlich die politische Dimension der Lieferkette. Und auch dort laufen wir natürlich in diesen geostrategischen, geopolitischen Strukturen in immer größere Unsicherheiten.
Und es fehlt uns tatsächlich auch an internationaler Standardsetzung, die dazu führen könnte, dass man ein gemeinsames Verständnis darüber hat, wie die Ungleichgewichte in der Lieferkette dann auch ausbalanciert werden können und wir ein gemeinsames Verständnis über die Effekte in der Lieferkette haben. Wenn wir es mal an der Stelle nochmal subsumieren. Also Risiken können wir festmachen dahingehend, dass es Engpässe gibt, schlicht aufgrund des Verkehrs, also dass es einfach zu viele gibt, dass die Lieferketten an ihre Grenzen stoßen. Wir haben festgestellt, dass es Limitierungen gibt hinsichtlich auch der Handelsbeschränkungen. Wir haben sicherlich auch über solche Themen gesprochen, wie jetzt eine Pandemie, die Sondereffekte erzielt. Wie groß würdest du denn eigentlich das Thema Naturkatastrophen bewerten? Hier wurde ja in den letzten Wochen sehr viel, oder man muss ja auch leider schon sagen, Monaten geschrieben. Du hast diese unfassbaren Bilder gesehen in den Nachrichten, dass plötzlich kleine Rinnsale zu reißenden Bächen werden. Auch das kann doch eine Lieferkette auf den Kopf stellen. Oder würdest du das eher vernachlässigen im globalen Kontext? Es hat sicher eine andere Bedeutung als die Schwächen einer globalisierten Sourcing-Strategie. Es ist aber gleichwohl in dem Gesamtpaket der Sicherstellung meiner Produktion bzw. meiner Warenverfügbarkeit ein wesentlicher Punkt. Wir werden uns auch in einer regionalen Strategie im Hinblick auf eine Lieferkette auf genau diese Unwägbarkeiten einstellen müssen, sei es jetzt ökologischer Art, also die Veränderungen, die mit dem Klimawandel einhergehen, führen eben tatsächlich zu einer höheren Schadensintensität, wie wir ja leider die letzten Tage mit großem Schmerz sehen mussten. Ich glaube aber auch, da gibt es durchaus die gleiche Herausforderung wie im globalen Szenario hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit dieser Allokation zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer, weil der Auftragnehmer ist ja vielfältig abhängig vom Auftraggeber. Das ist ja häufig schon besprochen worden am Beispiel der Automobilindustrie und der entsprechenden Zulieferer, die davon abhängen, tatsächlich mit jedem Modellwechsel in dem neuen Modell wieder als Schlüssellieferant hinterlegt zu sein. Und das ist ein sehr ambivalentes Verhältnis zwischen Hersteller und Zulieferer, weil einerseits hängt der Hersteller von der Produktionssicherheit dahingehend ab, dass der Lieferant just in time das Band versorgt. Auf der anderen Seite hängt der Zulieferer wirtschaftlich davon ab, dass ihn der OEM, so nennt man ja die Hersteller, tatsächlich versorgt mit neuen Aufträgen und auch während des Lebenszyklus des Produktes am Leben lässt. Also das ist ein ganz fein austariertes Verhältnis zwischen den Produzenten, den Vorproduzenten und dem jeweiligen Auftraggeber, also dem Hersteller. Und wenn sich da ein Einkäufer einseitig abhängig macht von einem Lieferanten und der fällt aus, auch das haben wir ja tatsächlich in der Finanz- und Wirtschaftskrise sehr, sehr deutlich erlebt, dann kann es halt tatsächlich sein, dass bestimmte Fahrzeuge nicht gebaut werden können oder nicht fertiggestellt werden können, genauso wie wir es jetzt aktuell aufgrund des Chipmangels wieder feststellen, dass die Menge der verfügbaren Chips, von denen ja heutzutage ein Auto essentiell abhängt, einfach nicht reicht, um die Produktionskapazitäten entsprechend zu versorgen. Ein weiteres Risiko ja für globale Lieferketten liegt ja schlichtweg ja auch im Preis. Also während es sich ja heute vielleicht noch für den einen oder anderen rechnen kann, ein Schiff rund um den Globus zu schippern, um irgendwelche Teile zu transportieren, kann es doch in der Tat sein, dass das künftig preislich nicht mehr so attraktiv ist. Denken wir doch einfach mal an eine CO2-Steuer. Was passiert dann mit den Produkten, die jetzt momentan auf irgendwelchen Frachtern sind? Dann kann doch auch jegliches Unternehmen dazu gezwungen werden, die Lieferketten lokal aufzustellen, unabhängig jetzt von der Natur oder von egal welchen Überlegungen, sondern schlichtweg, weil es einfach viel zu teuer ist, plötzlich in China zu produzieren. Also ich vollkommen richtig, und ich bin fest davon überzeugt, dass das ein dualer Effekt ist. Zum einen wird der Transport über lange Strecken immer teurer. Luftfracht ist ja sozusagen kaum mehr eine Rede von. Und zudem ist an der Stelle
auch aus meiner Perspektive jedenfalls eine abnehmende Akzeptanz des Verbrauchers zu beobachten. Also der Verbraucher reagiert in der Zwischenzeit nicht mehr nur positiv auf die Flugananas, die er vielfältig als Beispiel herhalten muss. Und er fragt doch in einer anderen Intensität regionale Produkte ab, sodass man durchaus erwarten könnte, dass der globale Handel zugunsten schnellerer, weil die entsprechenden Distanzen schlicht geringer sind, lokaler und damit dezentraler Liefersysteme abnimmt. Da möchte ich gerne nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ein tatsächlich ganz, ganz spannender Punkt. Das Konsumentenverhalten hat sich geändert. Du möchtest, wenn du jetzt ein Produkt kaufst online, du möchtest dieses Produkt sofort haben. Und wir sprechen davon am besten noch im gleichen Tag, am besten noch innerhalb der nächsten Stunden, also nicht mehr am nächsten Tag. Das heißt also auch der ganze Quatsch, das Zeug von ein paar hundert Kilometer Entfernung irgendwie beizukarren, macht eigentlich relativ wenig Sinn. Ich würde da gerne zurückgehen sozusagen an die Überlegung, dass man über 80% der Produkte des täglichen Bedarfs, das, was man so jeden Tag haben muss, was man braucht und so weiter, im Umfeld von 15 Minuten Fahrtweg bekommt. Ist sowas realistisch? Ich würde sagen, in bestimmten Branchen und am Ende der Wertschöpfungskette jedenfalls. Also ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das Geschäft mit den Endkonsumenten, also B2C, sich, ob wir das wollen oder nicht, in diese Richtung bewegt. Und dass wir Pop-up-Distribution oder Dark Stores oder Ähnliches als Mikro-Hub für die Logistik erleben werden. Oh, jetzt hast du hier eine ganze Palette von Begriffen wie um die Öhrchen geschleudert. Also mal eins nach dem anderen, lieber okay. Karl-Christian. Also Pop-up-Store kann ich ja mir noch vorstellen. Also das ist quasi ein Geschäft, dass du sozusagen aufbläst wie ein Zelt und irgendwo hinstellst, richtig? Genau, da wird sozusagen, um das in Bildsprache zu belassen, da wird praktisch aus einer aufgelassenen Bankfiliale wird ein Mikrodistributionslager, aus dem dann Fahrradkuriere oder Kurierfahrer mit elektrobetriebenen und damit umweltfreundlichen Gefährten die letzte Meile, wie man das so nennt, hin zum Endkunden die Waren distributieren. Das sind dann regelmäßig natürlich, wie gesagt, das Konsumgüter, die im direkten Bedarf des jeweiligen Kunden stehen. Dark Stores oder Dark Kitchen kennen wir schon länger. Hat nichts mit Dark Rooms zu tun. Aber es war natürlich völlig unqualifiziert. Ein guter Vergleich, der aber hinkt. Also Dark Stores und Dark Kitchen erfüllen praktisch den Zweck, dass sie suggerieren, es gibt einen Laden bzw. ein Restaurant, aus dem heraus beliefert wird. Faktisch wird dort aber nur nicht für den jeweiligen Kunden, der dort einkaufen kann oder der dort essen kann, gearbeitet, sondern rein für die Belieferung an Dritte. Es gibt bei den großen Lieferketten, die uns mit Pizza, Döner oder Thai-Essen, am besten alles aus einer Karte versorgen, regelmäßig kein Restaurant, das angefahren wird in den Großstädten, sondern eine sogenannte Dark Kitchen, in der gekocht wird, in der all diese Speisen vorbereitet werden. In dieser Dark Kitchen sitzen aber keine Kunden. Also es gibt keine Kunden, die dort in dem Restaurantbetrieb bewirtschaftet werden, sondern es gibt ausschließlich die Basis für die Belieferung. Und ähnlich ist es bei den Dark Stores. Auch dort gibt es keine Kunden, die in die Dark Stores gehen zum Einkaufen, sondern dieser Dark Store dient praktisch wie ein fiktiver Laden, genau, der dann letztendlich aber als Lager fungiert für die letzte Meile, also für die Belieferung an den Endkunden. Warum macht das denn Sinn? Also ich müsste es jetzt mal überlegen, weil ich wahrscheinlich auf die Fläche einfach mehr reinkriege, oder? Aber da muss ich ja nicht in die Innenstadt. Nein, das macht aus verschiedenen Gründen Sinn. Der erste Grund ist, ich kann diese Dark Stores relativ effizient mit größeren LKWs und größeren Liefermengen anfahren.
Die Dark Stores liefern aber sehr effizient im insbesondere städtischen Umfeld direkt zum Endkunden mit kleineren Einheiten, wie gesagt häufig Fahrrad, häufig elektrobetriebene Fahrzeuge und können so, und da komme ich zurück auf deine 15 Minuten Belieferungsfenster, atemberaubende Lieferfenster realisieren. Das könnte ich gar nicht, wenn ich aus einem klassischen Hochregallager, Zentrallager ausliefern würde. Das wäre dafür überhaupt nicht geeignet. Heißt das jetzt übersetzt, dass die fetten Logistikzentren von Amazon im Prinzip in Zukunft obsolet sind und dass der Doch, Trend dann... Die brauche ich ja trotzdem, weil die versorgen künftig... Die versorgen kleinen Zellen genau, sozusagen. Genau, richtig. Man kann sich das so wie so ein Spinnennetz vorstellen. Und es gibt dann praktisch große Zentrallager und dann spinnenförmig, natürlich logistisch optimiert, also von den Fahrstrecken, Routen her optimiert, kleinere Hubs, aus denen heraus dann vielleicht noch kleinere Mikrohubs versorgt werden. Und man kann sich das so vorstellen, aus einem großen LKW wird ein kleiner LKW und irgendwann mal dann in weiterer Skalierung das Fahrrad. Jetzt wär's doch unglaublich clever, wenn wir jetzt wieder zu dem Thema Lieferkette zurückkommen, wenn all diese lokalen Anbieter, die ja im Prinzip ja alle die Produkte haben, die wir brauchen, nur weiß ich es halt nicht, wenn die sich zusammentun würden und sie würden ihre Produkte sichtbar machen über eine Software und du würdest mit diesen lokalen Lieferzentren quasi Lager haben, wo du die wichtigsten Produkte ganz schnell ausliefern kannst. Das wäre doch großartig. Wie weit sind wir damit? Ich glaube, all das, was wir heute besprechen an Veränderungen in der Lieferkette, ist nur mit IT und künstlicher Intelligenz wirklich abbildbar. Also wir reden von veränderten Logistik- und Lieferketten immer im Kontext auch von veränderten EDV-Systemen, die in der Lage sind, dies alles abzubilden und die noch punktgenauer Kundenbedarfe, Bestellverhalten, Bestellrhythmen etc. vorhersehen, um all diese sehr ausdifferenzierte, sehr feine Logistik zu steuern. Das geht mit der IT, die wir vor 20 Jahren im Einsatz hatten, nur sehr schwer. Und ich möchte noch, um die zukünftige Logistik für den Endkunden abzuschließen, noch ein Thema ansprechen, weil das aus meiner Sicht auch eine Variante ist für die Verödung der Innenstädte und die Probleme, die der Einzelhandel seit Covid-19 hat, das sind die sogenannten Ship-from-Store-Modelle. Also direkt sozusagen aus dem Laden zu dir nach Hause. Exakt. Also würde bedeuten, ich schnappe mir mein Fahrrad, fahre jetzt einmal die Einkaufsstraße hoch und runter, renn rein, hol die Produkte, die du bestellt hast bei mir und fahre dann zu dir nach Hause und werf es dir vor die Haustür. Genau. Und gleichzeitig gibt es aber in diesem Laden, anders als in den Dark Stores, gibt es noch Kunden. Also der Laden fungiert praktisch parallel als normaler Einzelhändler. Ich nutze nur diesen Einzelhandelsspot gleichzeitig noch für eine Delivery aus dem Laden heraus. Das setzt natürlich bestimmte Anforderungen oder stellt bestimmte Anforderungen an das Ladengeschäft, weil ich ja praktisch den klassischen Kunden bedienen muss und den Kunden, der online bestellt hat und beliefert wird aus dem Laden heraus. Aber da gibt es tatsächlich viele Marktteilnehmer, die wie hier schon relativ erfolgreich unterwegs sind. Wen würdest du denn da beispielsweise nennen? Wer macht das aus deiner Sicht wirklich gut oder hat zumindest mal einen guten Ansatz gefunden? Also wie üblich kann man in solchen Konstellationen nicht an Amazon vorbei. Amazon hat ein Programm, das nennt sich 3P. Das steht dem Prime Now Kunden offen und dort erfolgt die sehr kritische Belieferung mit Lebensmitteln. Das ist ja so eigentlich so die schwierigste Gut im Transport, tatsächlich aus einem Supermarkt heraus und wird an die Kunden in einem definierten Zeitfenster ausgeliefert. Aber es ist im Unterschied zu vergleichbaren Konzepten, die es im Markt gibt, Flink, Gorilla oder ähnliche, sind es eben tatsächlich bestehende Supermärkte, aus denen man genauso beliefern kann, wie auch dort einkaufen kann.
Was würdest du denn jetzt als Handlungsempfehlung für einen lokalen Einzelhändler ableiten wollen? Soll der einfach durchhalten, durchbeißen? Soll der irgendwas entwickeln, bis dann endlich eine Lösung kommt? Es macht doch keinen Sinn, wenn jetzt jeder Laden in einer Einkaufsstraße quasi sein eigenes Lieferantensystem aufbaut. Ja, ich glaube, man müsste sich den jeweiligen Einzelhändler ehrlich gesagt schon genauer angucken, weil wir haben ja in der Zwischenzeit, wenn wir durch die Einkaufsstraßen einer deutschen Innenstadt gehen, sehr, sehr viele Filialisten großer Einzelhandelsketten, sei es jetzt im Textilbereich oder in sonstigen Lebensbereichen. Bei denen gibt es natürlich, ehrlich gesagt, ein großes Interesse an einem zentralen Sourcing. Da gibt es relativ großes Interesse, dann auch die jeweilige Online-Plattform zu nutzen. Und wenn es dort ein Ship-from-Store-Konzept gibt, dann muss das tatsächlich auch auf alle Einzelhandelsflächen in Deutschland passen. Ich sehe gleichwohl die Chance für die nicht gebundenen Einzelhändler, also für all die, die tatsächlich noch selber sourcen, dass sie durch ein verändertes Einkaufsverhalten und durch eine Öffnung hin auf EDV-Unterstützung sich tatsächlich einfach mehr Opportunitäten erschließen können und vielleicht auch eine neue Kundengeneration, die nicht mehr das Einkaufserlebnis im Laden zelebriert, sondern vielleicht das Einkaufserlebnis online zelebriert, sich ebenfalls erschließt. Herr Christian, wir haben darüber gesprochen, wo Lieferketten ihre Schwierigkeiten haben. Wir haben jetzt auch darüber gesprochen, was Lösungsansätze sein können, zum Beispiel lokale Lieferketten auf die Beine zu stellen. Was ist denn jetzt eigentlich, wenn ich jetzt eine Lieferkette dahingehend versuche zu optimieren, dass ich eben die Produktion nicht mehr irgendwo anders mache, sondern dass ich die Produktion, Wolfgang Grupp würde sagen, made in Germany sozusagen, mache. Hat überhaupt ein solches Gedankenspiel eine Zukunft? Also aus meiner Sicht schon, weil das zahlt voll natürlich auf den Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette ein. Wir haben ja eingangs schon erwähnt, dass wir in der Zwischenzeit auch mit Sorgfaltspflichten in der Lieferkette und damit der Übernahme von Verantwortung in der Lieferkette konfrontiert sind. Da das in einer globalen Lieferkette doch deutlich aufwendiger ist als in einer lokalen, würde ich schon davon ausgehen, dass auch neben diesem veränderten ökologischen Bewusstsein es gute Argumente gibt, auch regional zu sourcen. Und wenn ich das tue, dann bin ich relativ schnell auch an einer klaren Erwartung an die Lieferanten, an deren Nachhaltigkeit, an deren Eigenverantwortung, aber natürlich damit auch in einem Dialog mit dem jeweiligen Lieferanten und auch eigentlich im Aufbau meiner eigenen Ökosysteme. Also das, was wir zuletzt über die großen Tech-Firmen gelernt haben, nämlich, dass man sich partnerschaftlich organisiert, dass man einen Austausch pflegt mit den Stakeholdern und mit den kritischen Geschäftspartnern. Das scheint mir schon auch ein wesentlicher Aspekt zu sein, um eine nachhaltige und dann tendenziell regionalere Lieferkette aufzubauen. Damit kommen wir eben zu dem Thema Nachhaltigkeit. Also bahnbrechende Neuerungen wurden ja dahingehend in Deutschland gemacht, als dass das Lieferkettengesetz beschlossen worden ist. Klingt erstmal ein bisschen sperrig, aber dahinter verbirgt sich genau der Wumms, von dem du jetzt gerade gesprochen hast. Wirtschaft kurz erklärt, das Lieferkettengesetz. Wirtschaft kurz erklärt. Der Bundestag hat am Freitag, 11. Juni 2021, den Gesetzentwurf der Bundesregierung über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten, kurz Lieferkettengesetz, angenommen. Ziel ist es, Menschenrechte und Umwelt in der globalen Wirtschaft besser zu schützen. Wie die Bundesregierung schreibt, würden in Handel und Produktion regelmäßig grundlegende Menschenrechte verletzt und die Umwelt zerstört. Mit dem Gesetz sollen deutsche Unternehmen deshalb verpflichtet werden, ihrer globalen Verantwortung für die Achtung von Menschenrechten und Umweltstandards besser nachzukommen. Die Verantwortung der Unternehmen soll sich nach dem Willen der Regierung künftig auf die gesamte Lieferkette erstrecken, abgestuft nach den Einflussmöglichkeiten.
Ja, lieber Karl Christian, also zum Ende unseres Podcasts machen wir nochmal einen ganz fetten Schlenker zum Thema Lieferkettengesetz und eben auch das Thema Nachhaltigkeit. Es geht natürlich darum, deine Lieferkette dahingehend zu optimieren, dass du nicht nur diversifiziert und breit aufgestellt bist, dass du versuchst, möglichst viel lokal zu machen, Ship-from-Store-Konzepte und dergleichen. Nein, das reicht nicht, sondern du musst sozusagen noch dahinter blicken. Du musst schauen, dass du, ja, ich will es mal so zusammenfassen, gut mit den Menschen umgehst. Ja, wobei ich da ehrlich gesagt nicht jede Stimme teile, die laut geworden ist in dem Kontext und gesagt hatte, das ist eine übermäßige Belastung für die deutsche Wirtschaft oder ähnliches. Ich denke, wir müssen uns klar machen, dass unser Wohlstand wesentlich durch die Ausnutzung dieser Effekte begründet war und ist. Und dass gleichzeitig die wirtschaftlichen Chancen und die wirtschaftliche Entwicklung von Schwellenländern maßgeblich von diesem Impuls, den wir mindestens setzen können, abhängt. Und das ist ja ein Effekt der Industrialisierung, den wir dort erleben. Den haben alle europäischen Staaten mehr oder weniger Ende des vorvergangenen Jahrhunderts oder Mitte des vorvergangenen Jahrhunderts bis Ende des vorvergangenen Jahrhunderts hinter sich gebracht. Alle haben mit schwierigen Arbeitsbedingungen begonnen. Alle haben mit irgendwelchen Rohstoffvorkommen eine gewisse Opportunität schaffen können. Alle haben tatsächlich dadurch aber einen erheblichen wirtschaftlichen Aufschwung erreichen können. Und ich sehe schon gerade in einer dysbalancen Weltstruktur es für ganz wesentlich an, dass man die Umverteilung aktiv managt und sie nicht repressiv stattfindet. Und von daher finde ich das Lieferkettengesetz, trotz aller Schwächen, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, geht grundsätzlich in die richtige Richtung. Gib uns doch mal eine Einschätzung, wie das, was bei uns jetzt quasi auf die Strecke gebracht wurde, sich in den globalen Kontext einreiht. Sind wir die Ersten oder sind wir die Letzten oder liegen wir im Mittelfeld? Wir sind eher im Mittelfeld. Ich glaube, wir haben durchaus auch auf unsere eigene Art protektionistische Tendenzen, weil wir auch unseren Status als Exportweltmeister natürlich durchaus versuchen zu verteidigen. Gleichzeitig kommt mir dabei zu kurz, dass wir Chancen, die in einer veränderten, transformierten Struktur liegen, ungern nutzen und wir sehr häufig dazu neigen, Besitzstandswahrungsdenken an den Tag zu legen. Und ich glaube, wir werden eine ähnliche Entwicklung nehmen wie andere Staaten, die die Phase der Industrialisierung weit hinter sich gebracht haben und werden uns zunehmend im tertiären Sektor, also im Bereich der Dienstleistungen, im Bereich der Entwicklungsleistungen bewegen. Als Produktionsstandort werden wir langfristig nur dann eine wirkliche Daseinsberechtigung haben, wenn wir in der Automatisierung große Marktführerschaft erreichen. Über den menschlichen Faktor scheint es mir nicht möglich zu sein. Da bin ich absolut bei dir und damit sind wir ja sogar schon bei einem tollen Schlussakkord. Ganz ehrlich, lieber Karl Christian, wir möchten doch bei der nächsten Folge unseres Podcasts uns noch mehr Zeit widmen, gerade dem Thema ESG, über was wir momentan fast überall lesen können, also Environmental Social Governance. Es geht um Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Man könnte auch sagen über Corporate Social Responsibility. Es gibt, glaube ich, viele Begriffe, die da draußen momentan so in der Gegend rumwabern. Aber unterm Strich geht es doch um die unternehmerische, soziale Verantwortung. Absolut. Und da wir gerade über Nachhaltigkeit in der Lieferkette als Wettbewerbsfaktor gesprochen haben, ist es tatsächlich eine direkte Überleitung in das nächste Thema. Das sehe ich genauso. Ja, wunderbar. Dann werden wir darüber das nächste Mal sprechen, denn am Anfang jeder Lieferkette steht der Mensch. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, lieber Karl Christian. Es würde mich freuen, wenn es auch Ihnen und euch gefallen hat. Und wir hören uns das nächste Mal hier bei unserem Chefsache-Podcast, dann rund um das Thema ESG. Bis bald wieder. Vielen Dank. Bleiben Sie uns gewogen.
Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.